Leute, ich habe neue extrem heftige Leaks, die sehr, sehr safe zu sein scheinen für Season 16, die heute erst rausgekommen sind. Zum Thema Buff für Pathfinder und Wraith ist jetzt Klarheit, Nerf für Horizon und so weiter und so fort. Es ist eine Menge dabei, was ihr wahrscheinlich jetzt erstmalig hört und ihr könnt fest davon ausgehen, dass es definitiv kommen wird und natürlich das, was ich in den letzten Tagen auch so veröffentlicht habe. Kein Haken dahinter setzen, da wird das meiste wahrscheinlich auch passieren. Das, was jetzt auf jeden Fall safe zu sein scheint, kommt jetzt und ich fange gleich mit einem heftigen Pathfinder-Buff an. Es geht nicht um die neue Passive, da bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich noch kommt. Die Zipline wird um 100% verlängert. Die Zipline ist ungefähr 200 Meter lang, plus minus, eher ein bisschen minus. Die Zipline wird jetzt doppelt so lang sein. Wir können die fast 400 Meter weit spannen. Das finde ich schon mal extrem krass. Und im Allgemeinen, bevor ich das gleich mal vergesse, alle Recon aufklärenden Legenden können in Zukunft den Mast nicht mehr scannen. Die bekommen eine andere Fähigkeit. Also kann auch Pathfinder und Valkyrie zum Beispiel den Mast nicht mehr scannen. Was haben wir noch? Wraith. Wraith ist eigentlich derselbe Buff in Grün wie beim Pathfinder. Das Portal können wir jetzt doppelt so weit, ich sage mal, ziehen. Vom Anfang zum Endpunkt. Finde ich eine absolut heftige Änderung. Und auch bei allem, was ich jetzt hier so an Buffs und Nerfs sage, ist natürlich nicht klar, ob da noch mehr kommt oder ob das das Einzige für die jeweiligen Legenden sind. Valkyrie bekommt einen Nerf. Sie ist in Zukunft ja eine Legende aus der Skirmisher-Klasse, die ganz neue fünfte Klasse ganz oben, bedeutet, sie hat keine aufklärenden Fähigkeiten. Und deswegen wird folgende Fähigkeit von ihr gecancelt. Finde ich sehr, sehr schade, weil das hat Valkyrie ausgemacht. Die Fähigkeit in ihrem Flug, egal ob ihr vom Jumpship fliegt oder über einen Ballon oder sonst irgendwas, ihr könnt keine Gegner mehr spotten, so wie ihr es hier auf dem Bild seht. Das wird nie wieder funktionieren und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Valkyrie war eigentlich dafür extrem gut, Gegner zu spotten, wenn man mal eben kurz in die Luft gestiegen ist mit ihrer Ult, um zu gucken, ob irgendwo Gegner in der Nähe sind. Das wird definitiv in Season 16 nicht mehr gehen. Finde ich eine absolut krasse Sache. Bloodhound. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Allem Anschein nach soll das komplette Skill-Overlay, das gesamte Skill, die Skillmeter, die er gerade besitzt, auf Season 1 Niveau zurückgesetzt worden sein. Das heißt, alles, was nach Season 1 mit Bloodhound passiert ist, ist faktisch nie passiert. So verstehe ich das. Bloodhound war schon immer eine sehr starke Legende. Bedeutet für mich, es könnte sein, dass das jetzt keinen extremen Effekt hat, aber etwas wird definitiv dann wegfallen, wenn das so kommt. Wenn wir in der ultimativen Fähigkeit sind und jemanden töten, verlängert sich ja jedes Mal dieser Schwarz-Weiß-Effekt mit dem Scan-Verlängerung und dem ganzen Spaß, verlängert sich ja jedes Mal, ich glaube, um 5 oder 6 Sekunden. Das fällt demnach wahrscheinlich weg. Leute, was kommt noch? Das beliebte Mirage Voyage Schiff. Es kommt endlich wieder. Es wurde ja auf Party Crasher auf einer Arena Map, ist das Ding ja abgestürzt. Warum das auch immer passiert, das kann ich euch nicht sagen. Aber das Mirage Voyage Schiff wird auf World's Edge wieder zu finden sein. Ob das jetzt nur für ein Event ist oder erstmal wieder ein dauerhafter Spot, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Die Queue von Horizon wird genervt und ich bin mir sicher, dass Horizon definitiv an Pickrate deutlich verliert. Die Dauer der Queue und so weiter, das bleibt alles gleich. Auch die Fläche, in der ihr oben am Himmel schwebt, bleibt gleich. Aber dieser blaue Schimmer, den ihr hier seht, dieser Effekt, der wird verdoppelt. Der wird doppelt so breit sein, was nichts anderes bedeutet, als dass, wenn ihr ganz, ganz oben steht für einen kurzen Moment, wo ihr dann Gegner wegballern könnt, von mir aus mit einer G7, das wird so breit sein, dass ihr in keinem steilen Winkel nach unten, ihr steigt von mir aus hoch und versucht ganz steil nach unten zu gucken, hinter einem Felsen oder so, wollt ihr jemanden wegballern, das wird nicht mehr möglich sein, weil dieser Blue-Effekt so stark sein wird, dass ihr die Gegner gar nicht mehr sehen könnt. Ergo gehe ich davon aus, dass der Effekt für die Q eigentlich eher dafür ist, um höhere Positionen zu erreichen, weniger Gegner im Close-Fight zu spotten oder zu ärgern, beziehungsweise wenn dann eher auf mittlere Distanz. Das ist ein heftiger Nerf.
Und ich bin mir sicher, dass der eine groß oder einen sehr großen Effekt auf die Horizon Pick-Rate haben wird. Die Kontrollklasse wird in Zukunft scannen können. Das heißt, Caustic, Watson, Rampart und Catalyst sind die Legenden, die in Zukunft den Beacon für die nächste Zone scannen können. Die kompletten Recon-Legenden Krypto, Blatter und Vantage und hier ganz unten, die können das nicht mehr. Diese Klasse, die Recon-Klasse, ist bemächtigt, den Spot auf Kings Canyon von Krypto zu scannen. Das bedeutet für mich, alle anderen können dieses Terminal nicht mehr aktivieren und die gesamte Kings Canyon Map scannen, was eigentlich dann nur für vier Legenden ein kleines Gimmick ist. Warum das jetzt nur noch den Recon-Legenden zugesprochen wird, verstehe ich nicht so ganz. Sei es drum, ist jetzt aber nicht weiter spannend. So, was haben wir noch? Fragment Ost und West. World's Edge habe ich drüber gesprochen. Es passiert tatsächlich schon zum Start von Season 16, wird Fragment überarbeitet. Ursprünglich war meine Theorie, warum, weil in Ranked oder in Publics es tatsächlich so ist, dass ständig zu viele hinfliegen und du mitfight als, ich sage mal, Spieler, der vielleicht nicht direkt in die Action will, kaum noch Gegner findest. Und es soll so sein, also wie weit die Änderungen reichen, kann ich nicht sagen, ob das halb dem Erdboden gleich gemacht wird, weiß ich nicht, aber es sollen XXL Riesenballons entstehen. Damit interpretiere rein, dass da XXL Jump Tower hinkommen, um wahrscheinlich schnell zu rotieren. Keine Ahnung, wie genau das aussieht, da muss man tatsächlich mal noch abwarten, aber ich denke, in den nächsten Tagen wird da einiges veröffentlicht, was uns visuell zeigt, was da genau passiert. Die Nemesis Assault Rifle kommt tatsächlich, spare ich mir jetzt hier Gameplay rein zu basteln, habe ich in den letzten Tagen öfter mal gezeigt, und es kommt tatsächlich in Season 16 keine neue Legende, was ich tatsächlich aber begrüße, weil es kommen eine Menge Änderungen in der Meta, was die Legenden betrifft. An der Waffenmeta wird garantiert auch ein bisschen was justiert, und das ist keine verkehrte Geschichte, hier erstmal auf Nummer sicher zu gehen, dass das nachher alles stabil läuft, wir nicht noch 50.000 Bugs dazu bekommen und wir eigentlich eher eine kürzere Patch Notes List in Season 16 haben und die Liste für Bugs wahrscheinlich deutlich größer ist. Ihr wisst, was ich meine. Und bevor ich mich jetzt noch mehr verquatsche, halte ich jetzt meine Klappe, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Meine Fresse, habe ich ein Sprachfasching. Es ist 23 Uhr. Sorry dafür. Lasst mir in den Kommentaren mal noch ein paar Worte da, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr hier an Bord bleibt, mir ein Follow da lasst, ein Abo und so weiter und so fort. Und natürlich auch einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein und schönen Morgen, wie auch immer. Haut rein. Ciao.